unsere Zeit geht weiter mit Frambo. Frambo, let's go! Ja, ja, ich bin mega gespannt wegen Frambo, ehrlich gesagt. Wir haben ja erst 50% geschafft. Ob ich das glaube? Naja. Ob ich davon bedrückt bin? Schon ein bisschen. Ich dachte, wir sind voll weit gekommen. Okay. Das Auge, das beobachtet uns. Okay, also gut, was... Nee, das wollte ich nicht. Was haben wir hier alles? Wir haben hier einen Schlüssel, immer noch unser wunderbares Messerlein. Das ist einfach die ganze Zeit bei uns, seit Anfang an. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Was ist das? Im Koffer ein Federmäppchen. Was ist das hier? Der Eckhock-Uhr, eine Eckhock-Uhr. Ah ja, wir müssen ja das Zeug hier sammeln. Eine Glühbirne, ein Wecker, Flasche mit Wasser, Seife, ein Handschuh, schwarze Karten, Klaviertasten. Das sieht ja sehr Hokuspokus hier mal aus. Da gucken wir gleich mal nach, wo dieser wunderbare Schlüssel passen würde. Hier vielleicht? Oh ja. Ich muss nicht mal lang suchen. Oh. Ah, guck mal. Ich glaube nicht, dass das angemessen ist, Miss. Tut mir leid, aber ich brauche diesen Schlüssel. Es gibt hier so viele Türen, die ich öffnen will. Sag deinem Freund, er soll nett sein und seinen Mund öffnen. Wird er nicht. Macht er nie. Außerdem sind seine Zähne verstärkt. Es wäre schwer, ohne seine Erlaubnis an den Schlüssel zu kommen. Verstärkte Zähne? Ich verstehe. Mal sehen, was ich tun kann, um an den Schlüssel zu kommen. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Also, ich bin Fran. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Ich bin Robert. Willkommen in Mabukas Höhle. Mabuka? Wer ist Mabuka? Du weißt nicht, wer Mabuka ist. Du? Geh jetzt. Geh einfach. Also eine Frechheit. Aber Robert, Sir, ich war hier noch nie zuvor. Verurteile mich nicht für mein fehlendes Wissen. Erzähl mir stattdessen, wer Mabuka ist. Okay, okay. Mabuka ist die Mutter der Dunkelheit. Der dunkelsten Dunkelheit, der Finsternis, dem Ende des Lichts. Mabuka ist die Mutter aller Kreaturen aus der fünften Realität. Was? Bin ich in der fünften Realität? Ich dachte, hier wäre Remor der König. Ah, Remor, die schreckliche Schwärze, der Sohn der Dunkelheit. Niemand mag ihn sonderlich. Du solltest jetzt gehen, ich habe schon genug gesagt. Lalalala. Na gut, ich komme später wieder. Ich muss den Schlüssel deines Freundes besorgen. Mein Schlüssel. Gemeinheit, dass ich den Schlüssel nicht nehmen darf. Oh, guck mal, hier ist was drin. Das klaue ich jetzt. Im kleinen Haus. Das ist eine kleine Nachricht in der Tasche. Das kleine Haus? Das kleine Haus. Hat es nicht in unserem Zimmer ein kleines Puppenhaus gegeben? Wir behalten das mal im Hinterkopf, weil ich weiß, dass wir nicht mehr zurück können, leider. Daher kann ich jemand telefonieren? 1, 2, 4, 5, 3, 6, 9, Y, da 7, 8, 0. Anscheinend nicht. Okay, das macht nichts. Oh, guck mal, ein Hut. Edward hat seinen Hut vergessen. Oder vielleicht hat der Hut seinen Kopf vergessen? Wer weiß. Es ist gar nicht verstörend. Hallo, guten Tag. Ich bin noch nicht fertig, Mutter. Ich nehme gleich noch ein Bad, denn ich stinke. Wer hat dir denn gesagt, dass du stinkst? Die Creeps, die auf meiner Haut laufen. Sie werden krank. Jedes Mal, wenn sie von meiner Haut fressen, übersehen sie sich, weil ich stinke. Ich rieche nichts. Über was für einen Geruch reden wir hier? Ich stinke wie aus der unangenehmsten Geruch. Ich glaube dir ja, aber ich rieche nichts. Tut mir leid, ich muss gehen. Tschüss. Kann ich die Blume hier haben? Kann ich... Jagt dir das Geräusch meines Herzens Angst ein? Es könnte plötzlich stehen bleiben und das wäre dann das Ende. Ich denke nicht gern über einen Herzschlag nach. Ich will einfach nur die Seife. Seife? Hast du ein Problem mit der Hygiene? Ich sag jetzt einfach, ich habe Probleme. Ich stinke zwar nicht, oder?
Nee. Ja, schreckliche Probleme. Mhm, ich stinke. Fühlt sich an, als wäre meine Haut schon innerlich verrottet. Aber es klingt köstlich. Ich glaube nicht, dass es ein Problem darstellt. Für dich vielleicht. Ich gebe mir einfach die Seife für eine Weile. Na gut, dann nimm sie. Sie gehört dir. Meine Seife, juhu. Aber sei vorsichtig mit der Entführung, sind liebe Kinder, die nach Seife riechen. Sie fressen ihre Babykörper und behalten ihre Köpfe, ihre wunderschönen Babygesichter. Das klingt grässlich. Ich werde vorsichtig sein. Danke für die Seife. Bis später. Komisches kleines Mädchen, wie komme ich dort rüber? Ich habe Seife, juhu. Seife, ja, leere Behälter. Was für ein leerer Behälter denn? Ach so, der. Ich wollte eigentlich nicht näher zu dem. Kann ich das Wasser anmachen? Oh ja, ich drehe das Wasser auf. Ich brauche doch Wasser, oder? Mega Flasche mit Wasser. Oh, sehr gut. Dann weiß ich schon mal, woher ich das Wasser her. Wie komme ich denn hier rüber? Da komme ich nicht hin. Es ist kein Boden vorhanden. Ach, du sagst, ne? Okay, ja. Okay. Vielleicht können wir zurück in unser Zimmer gehen. Oh ja, wir konnten zurückgehen. Wie cool. Das ging vorhin noch nicht. Was ist denn das hier? Oh, Imaginex. Sieht ein bisschen aus wie, das Dings da. So. Yay. Ich weiß nicht, wie das heißt. Hübsch. Mir gefällt der Teil, in dem das Alien das Mädchen auf einen anderen Planeten bringt. Ach, das ist umgekehrt diesmal. Ein Chuchu-Zug. Dem Chuchu-Zug fahre ich toll. Ah ja, stimmt. Hier haben wir... Guck mal, das Mädchen aus der anderen Realität. Nee. Das ist das Mädchen aus der anderen Realität. Das ist Alice im Wonderland. Guck das an. Das ist doch nicht zu übersehen, oder? Bin ich jetzt? Sieht mega cool aus. Ich kann hier einfach Sachen bewegen. Ich liebe das. Ja, wie süß. Das ist cool. Also das Puppenhaus war es ja. Genau. Hier gab es einen Schlüssel. Ach, guck mal, wie cool. Das ist Tesla und er spielt gern mit Energie. Hier haben wir... ich behalte dieses kleine Klavier, um darauf hübsche Melodie zu spielen. Gute Idee. Jetzt haben wir nämlich die... Genau, das ist sehr gut. Oh, ich muss die anscheinend in richtiger Reihenfolge machen. Er liebt es, mit Energie zu spielen. Okay. Dieses Gemälde habe ich auf dem Puppenhaus meines Freundes gestohlen. Ich trinke nicht gern Sprudelwasser, das bekommt mein Bauch nicht. Also das ist hier sicher richtig, aber der Stein? Keine Ahnung. Hier kann ich alles verändern. Der Stein... Ich habe die Königin aus dem Kartenspiel von Papa gerettet. Die Königin. Ist hier nicht hoch? Hallo? Kann ich dich nicht hoch machen? Ach, du bist... Jemand ist schon hier, deswegen. Die Königin kommt hier hin. Hätte das Bett irgendwo anders hingemacht. Hätte das Bett hier hingemacht. Das passt hier sehr gut, finde ich. Ja. Aber das hier macht für mich keinen Sinn. Das ist wie ein Stein, Alter. Der Esstisch hier unten. Tesla spielte gerne mit Zeugs, ne? Hier, guck mal. Oh, ich habe das Papier abgerissen. Ja, gib mir das. Was könnte das sein? Ein Schlüssel? Schlüssel! Ich dachte, ich muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Dabei nicht. Sehr geil. Nächster Schlüssel. Mag ich. Sehr gut. Können wir hier noch ein bisschen angucken? Hihi, das habe ich gemalt. Zeig Katerchen und mich. Kann ich rausgucken? Oh. Was ist das? Ach, ein Kamela. Diese lässige Kreaturen. Verzeihung, ist da unten jemand? Ja, ich bin jemand. Hallo, hast du einen schwarzen Kater gesehen? Nein, ich habe keinen Kater gesehen, aber ich sehe das eine schwarze Ding, das an mir herumfrisst. An dir herumfrisst? Das ist bestimmt ein Kamala. Geht's dir denn auch gut?
Nein, nicht wirklich. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich traurig. Also gut, tschüss. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich bin mal einen Kamala losgeworden und das ganz alleine. Wirklich? Das klingt vielversprechend. Ich werde gerne wieder glücklich. Ich schaue mal, was ich tun kann. Keine Sorge. Also brauchen wir noch mehr Wasser, anstatt das, was wir nur brauchen. Also, nächstes Schloss. Nehmen wir mal das hier. Aber das geht nicht. Das klappt wohl nicht. Was ist mit dem hier? Das macht mich wütend, wenn Dinge nicht funktionieren. Verstehe ich. Was ist damit? Ah ja, es geht. Next one! Alles klar, Alter. Das muss ich ja nicht verstehen, oder? Eine Bürste! Hallo, komisches Auge. Eindringling, Einbrecher, warum kommst du hier rein, ohne dich vorzustellen? Ich bin Okula, das Auge des Jenseits, erstarrt ob meiner Schönheit. Tut mir leid, du bist ein ganz großes Auge, du siehst bestimmt sehr gut. Ich sehe alles, nicht weniger. Alles? Siehst du auch meinen Kater? Deinen Kater? Wie kannst du einen besitzen? Bist du ein königlichen Blutes, eine Königin, eine Prinzessin? Nein, ich besitze ihn nur, aber wir sind Freunde. Freunde, wie reizend. Aber ja, ich habe heute einen Kater gesehen. Er hat aus seinem Käfig heraus um Hilfe geschrien. Der Träger des Käfigs betrat Mabukas Höhle. Er ist noch dort unten im Käfig. Kannst du ihn beschreiben? Große gelbe Augen, rosa Nase, sein Fell ist sehr dunkel, so schwarz wie tiefste Nacht. Das ist er, das ist mein Freund, Mr. Midnight, ich muss ihn finden. Aber Mabuka schläft. Sie zu wecken kann böse enden. Ich habe keine Angst vor ihr. Nun, nimm dir ruhig alles aus meinem Heim, was du brauchst. Du bist mutig und ich respektiere Tapferkeit sehr. Danke, Okula. Ich bin übrigens Freund. Bis bald. Danke, Okula. Ich nehme einfach mal deine Bürste. Brauche ich eine Bürste überhaupt? Klaviertasten? Nee, ich brauche keine Bürste. Aber es könnte ja nützlich sein für irgendetwas. Was weiß ich. Huch, dieser Spiegel ist transparent. Ja, tatsächlich. Was ist das hier? Alles klar, keine Ahnung, hat nichts gemacht. Ich habe jetzt irgendwas erwartet. Eine goldene Schnecke. Ziehen. Ein Bild. Ach, cool. Hallo, guten Tag, Sir. Ich bin jetzt hier rüben. Ja, das brauchen wir. Vielleicht brauche ich diesen Draht in der nächsten Zeit noch. Stimmt, den brauchen wir ja. Was ist damit? Okay, ich brauche einen Schlüssel. Knopf einwerfen. Hahaha, hallo, fröhlicher Affe. Papierkreisel. Ich habe leider noch keinen. Ich glaube, ich habe diese Maschine deaktiviert. Sie hat jetzt keinen Strom. Ich brauche einen Knopf und ich brauche das Wasser. Sehr gut. Diese Flasche ist perfekt. Die nehme ich. Jetzt können wir hier rüber gehen und uns Wasser holen. Sehr gut. Mal hier rüber. Ich brauche noch einen Knopf. Wo auch immer der sein soll. Guten Tag, Mister. Flasche auf Wasser haben. Dreh das Wasser auf. Sehr gut, jetzt habe ich Wasser. Ich fülle die Flasche mit Wasser. Lalala. Gut. Als erstes mache ich den Baum wegen dem Wasser, bevor ich alles zusammenklebe. Ich habe ja noch nicht mal Klebstoff. Gehen wir mal raus hier. Ich brauche noch einen Knopf, ne? Vielleicht gibt der mir einen Knopf. Das wird nichts. Ach, verdammt. Wow, das hier sieht ja einiges verändert. Wie bekomme ich das Wasser dorthin? Gute Frage. Also ich brauche noch einen Knopf. Habe ich hier vielleicht irgendwo Knöpfe? Alles antatschen. Oh, guck mal, wie süß. Ein Knopf. Ich brauche einen Knopf. Untersuchen? Nee. Vielleicht kann ich das schon kombinieren. Kombinieren mit dem. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Kombinieren mit Koffer. Scheint nicht. Seife kombinieren mit Knopfer. Ich kann noch nichts anscheinend kombinieren. Habe ich hier vielleicht einen Knopf? Hier ist kein Knopf.
ist hiermit. Hier vielleicht? Nee. Mal alles antatschen. Vielleicht bringt es ja was, ne? Und die beste Lösung. Hier komme ich also nicht weiter. Gehen wir nochmal hier zurück. Vielleicht habe ich hier ja was verpasst. Ich brauche einen Knopf, ne? Was macht das hier? Macht für mich auch keinen Sinn. Ach, ich mache das Licht an und aus. Hä, okay. Ach, eine Glühbirne brauche ich. Ja, stimmt. Die sind sehr heiß. Aha, meine Güte. Ich hätte das jetzt nie gecheckt. Hurra, eine Glühbirne. So, was brauche ich noch? Ein Wecker und ein Handschuh. Ein Handschuh, alles klar. Hallo. Ich hoffe, du findest deinen Katerfreund bald. Ich sehe ihn immer noch in diesem Käfig. Gute Frage. Wie bekomme ich jetzt einen Knopf her? Wo bekomme ich jetzt einen Knopf her? Gute Frage. Ist so Augen. Die Augen sehen sich um. Ja, ich sehe das. Wie komme ich jetzt weiter? Kann ich nicht einfach so aufmachen, alles klar. Für den nächsten brauche ich einen Knopf. Edward Kleidung, aber wo ist er dann? Ein kleines Haus, das haben wir schon. Kann ich ihn nochmal fragen vielleicht? Denk an das, was ich dir gesagt habe. Seine Zähne sind verstärkt und er öffnet seinen Mund nicht. Klar, das habe ich bemerkt. Sie, Sir, spüren gruselige Dinge, wie du Schmerzen hast? Schmerzen sind das Gegenteil vom Wohlsein, das ist alles. Für mich besteht Wohlsein vielleicht darin, zu bluten, bis mein Körper austrocknet. Und Schmerzen können das kristallklare Lachen eines Kindes sein. Also ja, ich spüre Schmerzen. Ich verstehe. Gut, ich muss gehen. Tschüss. Er spürt auch so Schmerzen, ne? Da kommt. Funktioniert nicht. Vielleicht eine Bürste. Verdammt. Wo kriege ich jetzt was her? Ich brauche, was ist das hier? Was ist das? Wasserballone. Oh, cool, benutzen. Ha, ich mache jetzt Wasserballone. Oh, mit dem kann ich den Kamala besiegen. Ich kann die einfach anschmeißen. Wie cool. Ah, Gott sei Dank bin ich jetzt nochmal hierher zurückgegangen. Ich habe so fast kurz meine Hoffnung verloren. Aber ich werde, glaube ich, immer besser mit Rätseln. Ne? Ich werde immer besser damit. Gut, gut, gut. Geh mal, geh mal, geh mal. Hallo, Mr. Kamala. Ich habe hier ein paar Wasserblone für dich. Oh. Herrje, ich habe verfehlt. Ja, triff nächstes Mal gefälligst, ja? Ah, fast. Du hast nur noch ein Mädchen. Yay! Yeah, ja, geschafft! Und tschüss, Kamala! Wow, ich verspüre keine Traurigkeit mehr. Danke. Gern geschehen. Freut mich, dass es dir besser geht. Es geht mir wirklich besser. Ich spüre dir im Grenzenzug etwas schenken. Ein Ast. Cool. Hier, ein Stück von mir. Du kannst es einpflanzen, wenn du magst. Hihi, danke, Sir. Ich muss jetzt los. Ich muss meinen Kater suchen. Ich hoffe, du findest ihn. Bis bald. Verdammt, ich dachte, ich bekomme einen Knopf. Ein Ast. Was soll ich mit dem Ast machen? Muss doch hier irgendwo noch ein Knopf sein, nicht? Kann ich nichts angucken? Stift, Frau, Zwerg, Teddy, Ballerina, ja. Alles, wo was so toll ist. Ich brauche einen Knopf. Verdammt. Gehen wir nochmal hier durch. Ich weiß ja nicht. Ein Ast. Was soll mir der Ast bringen, ne? Auch nicht. Wer weiß. Weißt du was? Ich mach nochmal das hier hin. Steckdose. Mach das nochmal hier hin. Mal gucken, was das bringt. Gibt's nicht. Vielleicht muss er hier eine Münze reinstecken oder sowas. Mach mal den Ast hier rein. Das kann ich nicht machen. Verdammt! Hätte ja funktionieren können, Menno. Was mache ich jetzt mit dir, ne? Was mache ich jetzt mit dir? Kann ich ihn stechen mit dem... Ich steche ihn. Ich steche das Auge mit dem Ast. Jetzt funktioniert nicht. Oh, oh!
weiß nicht, was ich damit tun soll. Ist es dein Ernst? Du kannst ihn nicht stechen. Na, es geht alles nicht. Ist ja blöde hier. Wo kriege ich jetzt 103? Wo kriege ich diesen blöden Dings her? Eine Ewigkeit später. Welches Kleid war es denn? Hier nicht und hier war's. Du blöder Knopf! Ich habe dich! Haha! Jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen! Muahahaha! Der Knopf ist schon gut, ne? I'm sorry. So. Geh mal. Hoppa, rein damit! Sehr gut, wir haben unseren Knopf. Yippie! Und da geht mein Knopf hin. Und was jetzt? Jetzt drehst du. Jetzt kommt das Dingsbums. Die Musik ist klasse. Das ist nicht der Schlüssel. Trotzdem hatte ich das nicht irgendwie helft. Ah, jetzt kriegen wir sicher den Schlüssel aus den Totenkopf hinaus. Das wird uns definitiv helfen, denke ich. Na, guten Tag, Mister. Tut mir sehr leid. Danke für den Schlüssel. Oh, hallo, jetzt bin ich rausgefallen. Nein, das wollte ich nicht. Danke für den Schlüssel. War sehr nett von dir. Der arme kleine Totenkopf, der tut mir jetzt echt leid. Diese Tür nicht. Diese Tür dann. Juhu! Oh, hallo, Riesenkater. Geht? Wow, was für ein großer Kater. Gibst du mir den Schlüssel? Ein Wecker, perfekt. Nur noch mal eine Tür, okay. Cool. Kann ich da rüber? Ach, danke schön. Ich komme ja... Oh, sehr gut. Ja, wir haben ziemlich viel jetzt, oder? Wir brauchen nur noch den Wecker. Hoch geht's. Weiß nicht, wie ich den Wecker bekomme, aber das schaffe ich auch noch. Oh, hallo, hübsche Dame. Entschuldigung, aber ich brauche wirklich den Schlüssel, der direkt hinter dir hängt. Entschuldige, aber ich spreche nicht mit Fremden. Ich mache sie diesmal weiblich. Du musst aber auch gar nichts sagen. Lass mich einfach den Schlüssel nehmen. Wenn ich nicht mit Fremden spreche, höre ich ihnen auch nicht zu. Das gehört zusammen. Wie enttäuschend. Ich habe eine Frage. Steckst du in diesem Baum fest? Ich bin fest mit ihm verbunden. Warum fragst du? Ich bin einfach nur neugierig. Bis später. Sieh mal, ich habe einen magischen Kamm gefunden. Ist das nicht toll? Weiß ich nicht. Ein Kamm? Was ist es? Na, der ist dafür da, dass man Haare hübsch und glatt zu machen. Möchtest du ihn ausprobieren? Ich weiß es nicht. Ist es gefährlich? Nein. Das kann nicht sehr angenehm sein, wenn man es richtig macht. Na gut, versuchen wir es mal. In Ordnung, aber versprich mir, dass du mich nicht verbrennst, okay? Ich verbrenne dich nur, wenn ich in Gefahr bin. Wenn du vorsichtig bist, passiert nichts Schlimmes. Okay, ich bin ganz vorsichtig. La da da, la da da, li la la. Es hat funktioniert, ja! Was passiert denn mit mir? Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wieso das denn? Du bist ein Luzifer und alle Luzifer, denen ich begegne, machen das die ganze Zeit. Wirklich? Nun, vielen Dank. Das fühlt sich unglaublich an. Ich habe das Gefühl, wegfliegen zu müssen. Puh. Mein Schlüssel. Gib mir meinen Schlüssel. Aha! Yippie! Wir sind wieder auf Kurs, meine Lieben. Wir sind wieder auf Kurs. Ja gut, jetzt können wir wieder runtergehen. Hallo, lieber Kater, guckst du mich eigentlich die ganze Zeit an, oder denke ich, ja, der guckt mich die ganze Zeit an. Hallo, wow, was für eine große Katze. Kann ich vielleicht den hier nehmen? Ich brauche ein Messer hier. Auf Ohr. Aha, ich bin langsam richtig gut in diesen Rätseln. So, jetzt haben wir alles, ne? Ich muss es nur noch kombinieren. Der Rücken der Riesenkatze, da muss für etwas Wichtiges sein. Mal gucken, was es ist. Wir sehen das dann noch später. Jetzt können wir erstmal die letzte Tür öffnen. Geile Sache. Los geht's zum Mabuka.
Hallo? Mutter Mabuka? Das sieht echt gruselig aus hier. Kreatur von oben, verschwinde aus Mabukas Höhle, du bist nicht willkommen. Entschuldige, aber ich suche meinen Kater und ich muss zu Mabuka aufwächen. Einfach nur Mabuka? Das heißt Mutter Mabuka, du arrogantes Kleinkind. Und wie du willst, sie aufwecken, hä? Mit den verrückten Ideen von Cockwind? Cockwind ist ein netter Uhrmacher, er ist nicht verrückt. Ah, du kennst ihn also, dann vermute ich mal, dass du ihn in Etherster warst. Ein grauenvoller Ort, viel zu grell. Genau, da will ich auch hin, sobald ich mein Kätzchen gefunden habe. Schön für dich, deine fragile kleine Verstand wird dort sicher sein bei all den langweiligen Kreaturen. Oh, ich habe gerade gesehen, ich muss mein Handy ausmachen. Ich gleich, ja? Ich gehe jetzt, du böser Baum. Mein Kater wartet auf mich. Ich muss kurz mein Handy ausmachen. Das heißt, liebe Leute, alle, die auf TikTok sind, muss ich jetzt leider abschalten, weil ich keinen Akku mehr habe. Aber ich danke allen, die zugeschaut haben auf TikTok. Danke vielmal und wir sehen uns das nächste Mal. Checkt out meine neuen TikTok-Videos. Ich habe die erst vorhin rausgebracht. Und wenn ihr trotzdem beibehalten möchtet und zuschauen möchtet beim Game, ihr könnt rüberkommen auf Twitch. Der Link ist in der Bio ganz schnell zu finden, versprochen. Also wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss zusammen, bis an Donnerstag. Ich habe leider einfach keinen Akku mehr. Das ist halt blöd. Und mein Handy ist einfach schon wieder am Überhitzen, wie blöd. Naja, ich schalte ihn jetzt ein bisschen aus. So, Mutter Mabuka. Schlange hier. Ich muss ja Mutter Mabuka irgendwie aufwecken. Vielleicht kann ich es jetzt alles kombinieren zusammen. Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht. Wie könnte ich die jetzt zusammen kombinieren? Ich muss sie ja irgendwie kombinieren. Mabuka muss aufwachen. Bauen wir die Eckhock-Uhr auf dem Rücken der großen Katze? Ach so! Alles klar, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zum Katerchen! Hip, hip! Sehr gut. Also, sitzen auf Riegel. Sehr gut. Jetzt kann ich alles einfach dort reinschmeißen. Und er kombiniert es dann. Finde ich doch gut. Das machst du gut, Katerchen. Das ist ein toller Katerchen. Ah. So. Oh, Alter. Oh, cool. Dankeschön. Boah, sieht klasse aus. Dankeschön, lieber Kater. Du meine Güte, das ist fantastisch. Die Eckhock-Uhr ist fertig. Dankeschön, du bist ein süßes kleines Kätzchen. Ja, wer ist ein süßes kleines Kätzchen? Du bist ein süßes kleines Kätzchen. Gut gemacht. So. Gehen wir mal weiter. Mutter Mabuka. Benutzen auf Mabukas Herz. Hallo, aufwachen, aufwachen, Mutter Mabuka, aufwachen. Er stört meinen Schlaf. Ah, hüte dich vor Mabuka. Die erwachte Dunkelheit steigt aus der Unbekannten auf. Oh, tut mir leid, dich zu wecken, Mutter Mabuka, aber ich muss einen Gefallen erbitten. Kann mir jemand sagen, wer diese Kreatur ist? Ziemlich unverschämt für einen winzigen Körper. Entschuldige, aber ich kann ich selbst beantworten. Ich bin Frambo, Mädchen, Mensch, 11 Jahre alt und sehr tapfer, damit du Bescheid weißt. Ein Mensch in Mabukas Höhle? Wie amüsant, wer hat dich hergebracht? Das war dann wohl Remor. Er ist dein Sohn, nicht wahr? Ist es mein Sohn bereits gelungen, in deinen Kopf einzudringen? Du meinst, meinen Kopf aufzuschneiden? Ich glaube nicht, nein. Hast du irgendeinen roten Trank oder Bohnen getrunken oder gegessen? Bohnen? Meine Tabletten haben wie rote Bohnen ausgesehen. Also ja, ich habe eine ganze Flasche genommen. Dann kann ich keine Gewalt gegen dich einsetzen. Die Macht wurde entfesselt. Ich hoffe, du findest die Wahrheit, die du suchst, unter dem Boden. Danke, aber welche Macht wurde entfesselt? Kannst du mir das sagen? Die Macht in dir selbst. Ist dir das nicht klar? Du wurdest von der 5. Reichen der Essentiellen als Hüterin des Schlüssels auserwählt. Die 5 Reiche der Essentiellen wurden parallel zur Zeit erschaffen. Was? Wovon sprichst du da? Die Hüterin der Schlüssel? Wer hat dir das erzählt?
Der große Walkow von Primjev hat uns alles vor langer Zeit erzählt. Die Hüterin wird vom Sohn der Dunkelheit gejagt werden, nachdem sie von roten Samen gekostet hat. Aber du bist viel zu jung, muss ich sagen. Zu jung, um die Hüterin der Schlüssel zu sein. Aber irgendwas hast du an dir. Ist es etwa Obskures widerfahren? Ich glaube, Remo hat meine Eltern ermordet, Mutter Mabuke. Kannst du dir das vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich bin all diese Gefühle, Frambo. Ich bin alles Böses, all die Dunkelheit, die du dir vorstellen kannst. Ich nähere mich von Tränen und Leid, von Verzweiflung und Furcht. Dann ist es dir gleich, ob Remo meine Eltern umgebracht hat? Ich denke, du wärst nett. Ich würde gerne den Grund wissen, falls es dir damit besser geht. Jetzt verstehe ich es. Es ist der Grund selbst, die Wahrheit, die du suchst. Geh hin, Hüterin des Schlüssels, sei jetzt tapfer. Ich öffne mein Herz für dich. Dankeschön, Mutter Mabuka. Bis auf Wiedersehen. Doch, fuck, Alter. Alles klar. Plötzlich so eine Musik ist schon ein bisschen strange.